Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ein Zuschauer hat kommentiert, dass ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen soll. Es geht nämlich um Capital Bra vs. Z und das Ganze ist bei Rap am Mittwoch entstanden. Das Ganze ist natürlich ein bisschen älter, sollte jeder wissen, beziehungsweise die Leute, die es verfolgen, sollten es wissen. Das Ganze ist ein bisschen älter, aber ist ja egal. Es soll auf jeden Fall sehr krass sein, es sollen krasse Lines dabei sein und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch gar nicht reingeguckt. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, beziehungsweise dass ich auf weitere Sachen von Rap am Mittwoch reacten soll, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das auch. Und ich würde sagen, wir gehen ins Video und gucken uns das Ganze mal an. Ich hoffe, es wird nice, ja. Eigentlich ist das immer sehr, sehr geil und sehr, sehr unterhaltend, diese Battles. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen rein. Jetzt wird es wirklich gemein, weil wir haben hier zwei Homeboys, die gegeneinander battlen. Zwei unfassbare gute MCs. Ich ziehe einfach eure Namen. Ladies and Gentlemen, Capital gegen Z, macht mal Lärm, Berlin! Krass, Alter. Habt ihr schon mal so freundschaftsmäßig gegeneinander gebattelt? Nein. Boah, wie Z damals noch aussah, ne? Wie so ein richtiger Kuddo, Alter. Nein! Alter Schwede. Also als allererstes, es ist ein reiner Sport. Es ist wie, als würdet ihr jetzt einfach ein paar Runden Basketball gegeneinander zocken, Alter. Ich wüsste, Capi sieht einfach immer noch aus wie heute, Alter. Einfach null verändert und Z einfach um 180 Grad geändert. Ist oft Formsache. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ihr seid Homies, Alter. Und gebt euer Bestes, weil danach kommt derjenige ins Finale. Capital, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Faust. Z soll anfangen. Erste Runde. Acht Takte Freestyle, Schlagabtausch. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Über einen Beat von coolen, cool auf mir. Alle Hände in die Luft, Berlin. Ja, ja. Yeah. Yo, let's go. Komm. Guck, ich rap. This is Z, ich bleib Untergrund. Das kommt raus, wenn Olex Hesch deine Mutter bumst. Z rap so. Boah, das war schon krass, Alter. Perfekt, this is Z, Motherfucker. Es geht rettetetet, okay. Ich werde deine Mutter jetzt töten, wenn ich komm, Motherfucker, dann bist du nur Flöten. Ah, und ich reim so krass, das ist Z zu dem, Digga, ich hab alles geschafft. Change. Okay, 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 ich glaube, das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Es geht richtig los jetzt, glaube ich. Z zu ficken, das ist kein Problem für mich. Ich nehme, ich gebe nicht, außer deiner Freundin gelegentlich. Meine Punchlines sind wählerisch, aber dich zersäge ich, komm, rede nicht. Ah, oh. Mann, ich sehe hier keine miesen Gegner. Er macht sein Geld auf den Knien, Fliesenleger. Ja, meine Rap ist so old, kapitaler Typ, der dich haut, Digga. Boah, wie geht der Bruder ab, Alter? Das ist ja krank, Mann. Geil. Wer auch immer es in die Kommentare geschrieben hat, danke dafür. Ich weiß es jetzt gerade leider nicht mehr. Aber danke dafür. Es ist sehr, sehr nice. Also gefällt mir richtig gut. Ich bring deinen Vater um mit der Hilfe eines Hammers und bummst dann deine Mama auf dem Grabstein deines Vaters. Boah. Also halt deine Schnauze. Setz zu dem Edeka. Ich bin der Beste. Ah. Deine Mutter will meinen Kopf und zwar zu krass, Homie. Ich loch bei ihr ein, mach den Luca Toni. Haha. Ey, das ist krank, Alter, was? Ich bin Z, Motherfucker, das ist Z. Ich bin besser, Dicker, du bist nimmer locker. Z! Ah. Was ist los, ah? Machst du einen auf elegant? Dein Schwanz ist wie eine Pizza, meistens mit Käserand. Bratan, ich habe Flows, die keiner einer hat. Kanakat, Kapi bringt noch ein Bababat. Ukrainer, Drogendealer, BMW, nur Alpina. Was ist los, wer will ziehen hier? Ich hab alles da, kein Problem, Dicker. Endficker, Rap, Kapi. Spielst deine Mutter, das wird für sie dann teuer. Vielleicht bin ich gar nicht ich, sondern Manuel Neuer. Okay, ich bin der Beste. Wow, wie geil, Alter. Guckt euch diese Kulisse an. Stellt euch mal vor, ihr seid dabei, Alter. Ihr seid da drin zwischen diesen ganzen Leuten und die ganze Zeit. Wow, geil, Mann. Was muss das für eine Stimmung sein? Was muss das für eine Erfahrung sein? Zu geil, Mann. Alter, das würde ich auf jeden Fall sehr gerne auch mal machen. Einfach so in dieser Menge drin sein und einfach feiern, Alter. Also mitfeiern. Geil. Das ist Z, Motherfucker, okay, okay, ah, guck mein Rap, der ist exzellent. Das ist Z, Motherfucker, der in deiner Fotze brennt. Haha,
Ich bin Rapper, sehr zu dem Ethiker. Tu nicht auf Gangster, denn ich bin doch Let's besser. Change. Guck, ich hol dein Freundin von zu Hause ab. Eine Nacht mit mir und sie haut von zu Hause ab. Im schönsten Hotel, mit dem schönsten Ausblick. Sie drückt dich weg, weil sie kriegt grad deinen Faustdick. Ich chill mit dir im Pool und rauch mir ein Hash-Joint. Tut mir leid, Bro, du bist jetzt ein Ex-Freund. Weißt du, warum die Fotze jetzt wegläuft? Dass wenn ich meinen Schwanz auspacke, sie sich extrem freut. Aus, macht mal Level, diese beiden MCs in diesem Battle und gebt euch... Es war krank, ich schwöre, es war krank. Respekt, das ist so krass, wenn Homeboys... Sehr stark auch, sehr, sehr stark, Alter. Die Jungs waren ja damals, glaube ich, befreundet. Ich bin mir nicht sicher, aber sehr stark, ja. Also das sollte man auf jeden Fall als Sport sehen. Und auch wenn man sich auf den Tracks disst, beziehungsweise, okay, ganz kurz. Damals war es ja so, die Leute haben sich gedisst auf den Tracks, haben Diss-Tracks rausgebracht, aber dann kam da nichts mehr. Die haben sich dann nicht getroffen und geprügelt oder erschossen oder sonst was. Heutzutage, man disst sich, eine Woche später wird aufs Café von einem besten Freund geschossen, drei Leute sterben. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute sehen das nicht mehr sportlich, die nehmen alles ernst. Die sind hier auf Mutter gegangen, dies und das, aber trotzdem... haben die nicht vergessen, dass es alles sportlich ist. Versteht ihr? Es ist auf dieser Rap-Ebene. Die wollten abliefern und die wollten die Leute unterhalten. Darum ging es denen und das haben die nicht vergessen. So, stark. Wir machen weiter. Sich so krasse Bars geben. Überkrass. Ihr habt das in der Hand. Und jetzt ist krass. Ihr habt ja auch gemeinsame Freunde. Jetzt wird krass. Aber ey, also ihr wart beide Bombe. Wirklich beide Bombe. Ja, deswegen... Also, Ladies and Gentlemen. Die waren echt beide sehr, sehr krass, Alter. Man, zeig mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in diesem ersten Freestyle-Ding für Zed. Habt ihr hingeguckt? Zeig mal eure Hände für den MC, der nachgelegt hat in den Freestyle-Ding für Capital. Du sagst nee? Ich frag mal ganz kurz. Ich sehe auch ein bisschen mehr. Wir haben alle. Außer du. Ich sehe mehr Hände für Z. Ladies and Gentlemen, wir haben mehr Hände für Z gesehen. 1-0 für Z. Kommen wir zur zweiten Runde. Text. Das war echt krass. Wer hat eben angefangen mit dem Freestyle R, ne? Dann fängst du jetzt mit Text an. Sehr schön. Perfekt. Okay, 1-0 für Z. Jetzt bin ich gespannt, wie Capital da nachlegt. Capital Rap. Kuku. Bra. Guck, hallo Deutschland, ich weiß, ich bin hier nicht willkommen. Wegen meinem Jargon oder wegen diesem Song. Capital, der Typ ist ein Biest, der auf Nike Freeze Bleich schießt. HSH, mein Kiez, Menschen sind ziellos, Menschen im Minus. Wachsame Kripos wegen Kokain, Kilos, ich zieh los und hol mir, was ich brauch. Scheiß auf eure Regeln, weil ich höre auf meinen Bauch. Ich hab Hunger, also lauf. Krass, ja, also man darf nicht vergessen, das waren die Zeiten, wo die Jungs auch angefangen haben zu rappen, ne, also da war das Ganze erst am Kommen, so. Bevor die Cops dich einholen, der Staat ist der Feind, Capital macht das 1-0, Privat Germania, Alemannia, Ukraine, Yassa, Mafia, gib mir dein Geld, aber ganz schnell, zuck nicht, baller um mich, bums dich, ich hab so ein Problem, nur noch Geld macht mich glücklich, scheiß drauf, ich hol's mir, bra, ich bin süchtig, ah. Schöner Text von Capital, shit. Stark. Wow, kommen wir zur Textrunde von Z. War sehr stark, Alter, nice. Ihr seid genauso enthusiastisch. Ich will ins Finale, ja? Okay. Zu viele Männer hier. Du bist kein Mann, auch wenn du Coca tickst, mein Sohn fickt den leeren Magen. Ich leide am Obelix-Syndrom, du tickst Ganja mit Ahmad am Samstag, ganz hart. Sehr kranker Flow, Alter. Dagegen mache Geld, weil deine Mama anschärft. Es ist sad, weil Biggie mein Idol ist. Hol ich, was mir zusteht, Flow stark wie Adonis. Du Ho bist am Boden und kriegst Dritte vom Immigrant. Na, ich sag jetzt schon, Z wird gewinnen, safe. Er wird gewinnen, 100%, das ist zu krank. Zweier Abi asozial, man muss doch sein Image wahren. Während ich jeden Fluchtort dagegen kenn, schlüpfst du Bitch Mamas Kakao zu den Babybells. Ach, lass mal den Kram beiseite, ich bin Kanacke, Bro, du weißt, was ich von Arbeit halte. Bruder, nicht. Also chill mal dein Nippel, ich will Bilderbuch titten, im Hinterflug ficken. Zu Biggie's Mucke will ich Hennessy killen, auf Türkisch gesagt, und um Hennessy kerim. Geil. Nice. Ladies and Gentlemen. Sehr, sehr nice. Kommt an meine Seite. Wir entscheiden jetzt. So, Ladies and Gentlemen. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sag auf jeden Fall, Z hat gewonnen. 100%. Gentlemen, ihr habt das in der Hand. Und bitte ganz ehrlich. Ey, ganz kurz, Mädchen jetzt. Ey, Lady, hör mal zu. Das ist wirklich tragisch. Was hier ist, ist tragisch. Das sind Homies.
Die waren beide dope und die verdienen beide viel Krach und Lärm erstmal. Also sie waren auf jeden Fall beide krass. Beide haben mir sehr, sehr gut gefallen. Aber Z war auf jeden Fall ein Ticken besser. Momentan steht es 1-0 für Z. Würde es jetzt im Publikum irgendwie undeutlich aussehen, geht der Punkt an den hintenliegenden MC. In dem Fall wäre das Kapital. Und dann kämen wir zu einem A Cappella und einer weiteren Runde. Das ist nun eure Entscheidung. Bitte resümiert. Sehr gut. Du hast angefangen mit deinem Text. Zeigt mir eure Hände für die Lyrics von Kapital! Zeigt mir eure Hände für die Lyrics von Ted! Herzlich willkommen im Finale, Ted! Okay, da kommt noch was. Ladies and Gentlemen! Ah, okay, jetzt quatschen die nur noch, oder? Ja, okay, da scheint nichts mehr zu kommen. Ja, war sehr nice, Alter. Hat mich sehr gut unterhalten, hat mir sehr, sehr gut gefallen, um ehrlich zu sein. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, kommentiert sehr gerne mal, schreibt auch mal rein, worauf ich noch so reagieren kann, worauf ihr Bock hättet. Ihr merkt, momentan kommen wirklich sehr viele Videos von mir online, weil ich einfach merke, ihr habt Bock drauf und ich habe sowieso Bock drauf. Und ja, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, wenn ihr mich öfter sehen wollt, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, ihr könnt dieses Video gerne liken, wenn es euch gefallen hat und wie gesagt, ihr könnt sehr gerne kommentieren, ob ich auch noch auf andere Sachen reacten soll. Hier gibt es ja auch noch ein Finale, das können wir uns doch mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wäre sehr nice und ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle. Haut rein, ciao, ciao.